Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich habe jetzt schon wieder 2 Wochen kein Video mehr gemacht. Shame on me, aber ich war so beschäftigt mit der Arbeit. Wie gesagt, ich habe eine neue Arbeit angefangen und da muss man sich erstmal ein bisschen reinfinden. Und somit habe ich auch eine gute Ausrede, glaube ich. Man sieht es nur halb, aber da ist eine Uhr und die zeigt ungefähr 5:30 gleich an. Das heißt, ich habe auch noch genug Zeit, das Video zu bearbeiten und kann es direkt morgen hochladen und dann bin ich ganz begeistert. Auf jeden Fall komme ich einfach mal direkt zur Sache, weil ich will nicht, dass das Video jetzt unendlich lange geht, weil ich habe das Gefühl, das geht unendlich lange. Und zwar geht es in diesem Video um Work and Travel in Kanada, und zwar um Kosten. Wie viel ein Work and Travel eigentlich kostet oder wie viel Kosten allgemein in Kanada sind. Denn ich habe damals angefangen, mir das direkt aufzuschreiben, wofür ich was ausgebe, sei es ein Eis, sei es normal einkaufen, Tank, sei es eine Gondel in Banff, sei es irgendwas, alles. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Und damit habe ich auch vorhin den ganzen Tag verbracht, das alles mal aufzuschreiben und auszurechnen. Die Liste war eigentlich noch viel, viel länger. Ich hatte so ein kleines Buch. Das ist jetzt nur grob. Nur nicht wundern, ich lege die Liste hier hin, weil das kann ich mir nicht alles merken. Wenn ich immer noch mal schräg nach unten gucke, dann wisst ihr warum. Auf jeden Fall, ohne sehr, sehr lange jetzt rumzureden, fange ich einfach mal direkt an. Ich habe das mal in 2 Kategorien geteilt. Und zwar in erstens Kosten vor Kanada und Kosten in Kanada. Unter Kosten vor Kanada kommen auf jeden Fall der Flug. Das betrug bei mir 950 Euro hin und zurück. Das sind 4 Flüge von Hamburg nach Frankfurt, Frankfurt nach Kanada und zurück gleichermaßen. Sowie eine Jahresversicherung, also eine Krankenversicherung, die habe ich bei der Hanse Merkur abgeschlossen. Das machen die meisten. Die haben sehr gute Angebote für junge Leute. Ganz viele Kategorien gibt es da. Da muss man selber so ein bisschen persönlich gucken, was man da möchte, weil die auch viele Variationen haben. Da geht die Grenze von, oder sagen wir mal, ab 300 Euro los für ein Jahr. Bis 1500 habe ich auch schon gesehen für ein Jahr. Ich habe fast genau 500 Euro ausgegeben. Das war für mich eine ganz stimmige Sache so. Wie, was man als drittes braucht, ist natürlich das Visum. Das Visum hat bei mir damals noch, ich glaube heutzutage kostet es leider ein bisschen mehr durch diese Fingerabdrücke, die man jetzt auch irgendwie machen muss. Da hatte ich zum Glück das Glück, das war bei mir noch nicht. Hatte genau 150 Euro betragen und somit sind wir schon bei einer Gesamtsumme bei 1600 Euro und könnten theoretisch eigentlich schon los. Gibt nur noch ein Problem, dass die Beamten, oder was heißt ein Problem, aber das wäre eigentlich auch eher gut, dass die Beamten in Kanada ein Nachweis von dir sehen wollen, dass du mindestens 2500 kanadische Dollar auf deinem Konto hast. Packen wir diese Summe einfach nochmal drauf. Musst du mindestens, oder liegen wir bei 3000 Euro, die du mindestens brauchst, bevor du nach Kanada einreisen kannst. Eventuell sind es heutzutage auch schon ein bisschen mehr, weil die Kosten sich für manche Sachen schon gesteigert haben. Vielleicht ist man auch bei weniger, wenn man irgendwie einen echt krass günstigen Flug kriegt oder so. Wie gesagt, all diese Zahlen sind so ein bisschen was ich halt ausgegeben habe. Daran kann man halt sich, muss man halt selber gucken, wie viel er ungefähr mehr ausgeben würde oder weniger ausgeben würde, sonst irgendwas. Und daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Man hat da so ein bisschen eine Vorstellung ungefähr, weil ich glaube, viele haben auch einfach überhaupt keine Vorstellung davon, was das eigentlich irgendwas kosten könnte. Dann kommen wir nämlich auch schon zu Kategorie 2. Da habe ich so ein bisschen alles Mögliche unterteilt und mir halt diese Liste so ein bisschen erstellt. Aber was mir gerade einfällt, ganz vorher wollte ich auch nochmal eigentlich sagen, was ein Leben in Deutschland eigentlich kostet, wenn man sehr sparsam leben würde, sage ich mal. Das ist allerdings auf Großstadt bezogen oder in Großstadt Hamburg in diesem Fall. Mit Miete, Nebenkosten, Essen und sonstiges liegen wir bei 800, 900 Euro. Normaler Deutscher, der jetzt unbedingt nicht viel ausgibt, sondern echt nur Miete, Nebenkosten, Essen, Monatskarte, ohne Auto, alles inbegriffen, liegen wir so bei 800, 900 Euro, was man aufs Jahr gerechnet ungefähr von 10.000 bis 13.000 Euro, kann man gut sagen, ist das eine Summe, die man mindestens ausgeben muss, wenn man in einer Großstadt lebt. Ja, das wollte ich einfach nur mal als Vergleich, weil ich glaube, der Vergleich ist ganz gut, einfach mal gesagt haben. Somit haue ich jetzt einfach mal die Summe raus, die ich in Kanada ausgegeben habe. Ich muss sagen, ich muss das ein bisschen runtergrenzen, nicht auf ein Jahr. Ich war nur 9 Monate da. Dementsprechend müsste man es ein bisschen aufrechnen, was kein Problem ist. Und zwar habe ich 16.243 kanadische Dollar ausgegeben. Das sind 10.669 Euro insgesamt. Ich finde es immer geil, weil die Summe klingt immer so unendlich viel und dann rechnet es auf Euro runter und im Endeffekt ist es dann nicht mehr so viel. Ich sage auch alle Zahlen, die jetzt kommen, in Euro, weil ich denke mal, damit kann man besser was anfangen. Ich kann ja hier unten oder hier oder irgendwo einblenden, was das in kanadischen Dollar wären, falls das halt jemanden interessiert. Und weil ich die Summe halt auch ganz interessant immer finde, weil wie gesagt, das vermehrt sich ja dann doch immer schon sehr, 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 sehr doll. Auf jeden Fall fange ich einfach mal
mal direkt an mit, wofür ich eigentlich persönlich am meisten Geld ausgegeben habe. Und das sind die Unterkunft. Das ist bei mir, erstreckt sich in Hostels, Hotels, Airbnb und auch eine WG und eine Wohnung für mich alleine. Und da kommen wir auf sagenhafte 7.238 Dollar. Und jetzt sage ich auch schon wieder Dollar, obwohl ich nur alles in Euro sagen wollte. Die habe ich mir hier nochmal extra aufgeschrieben. Sind 4.818 Euro für Unterkünfte. Dann komme ich auch schon zum nächsten, das ist Essen und Trinken oder Verpflegung, sagen wir mal so. Da bin ich bei 1.723 Euro für 9 Monate. Wobei man hier sagen muss, diese Summe ist ohne Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol oder sonst irgendwelche Drogen. Wenn man das tun würde, würde ich die Summe fast verdoppeln, weil Alkohol wirklich sehr, sehr teuer ist oder Feiern sehr, sehr teuer ist. Obwohl Feiern bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Alkohol ist sehr, sehr teuer. Das tue ich halt überhaupt nicht und deswegen habe ich mir da ein bisschen Geld gespart, sage ich mal. Dann kommen wir zu einem Punkt, der nicht für alle zutrifft, der jetzt in meinem Fall zutrifft, und zwar das Auto. Das Auto ist eine Sache für sich in Kanada. Auto ist super günstig. Ich habe mein Auto gekauft für 1.900 Euro. Das war ein super Auto. Automatik, hat richtig krass abgespeedet, war richtig gut. Aber diese Summe kann man jetzt im Endeffekt mal rauslassen. Ich nehme sie immer mal kurz rein, nur so, wenn man es mal gehört hat. Also weil man das Auto wieder verkauft am Ende. Man das Geld aber trotzdem ja braucht eigentlich am Anfang. So, kommen wir nämlich mit Benzin plus Versicherung und eine Reparatur, die ich gemacht habe, kommen wir auf 4.221 kanadische Dollar, wo ich halt wie gesagt das Auto wieder verkauft habe für 2.700. Ich habe 300 Dollar Verlust gemacht beim Verkauf des Autos und somit plus all diese Abzüge nur für Versicherung und Benzin und Reparatur komme ich auf 979 Euro, die ich halt ausgegeben habe, wo davon schon allein 526 Euro die Versicherung war für 3 Monate. Als nächstes ist irgendwie voll witzig, ich verstehe gar nicht, wie diese Summe zusammenkommt, aber ich habe meine Kategorie Shopping genannt, daraus beinhaltet, ich glaube Schuhe war das teuerste, was ich ausgegeben habe, aber so auch Kleidung, aber auch so, weiß ich nicht, Magneten, Souvenirs, Postkarten, also sowas oder auch Dinge, die ich brauchte, wie irgendwelche Kabel, die kaputt gegangen waren, das war mir zweimal passiert, so ein Stecker, aber auch Netflix und Spotify und so, das hatte ich auch immer, VPN hatte ich auch, also kommen so einige Sachen zusammen, alles was man sich so unter Shopping vorstellen kann, sage ich jetzt mal. Kam ich nämlich auf eine sagenhafte Summe von 1067 Euro insgesamt für 9 Monate und das fand ich jetzt echt schon erstaunlich, dass ich so krass viel irgendwie so gekauft habe oder so, aber scheinbar ist es so. Dann kommen wir zum Punkt Handyvertrag oder nicht. Ich hatte keinen Vertrag, aber ich hatte so eine Prepaid-Karte so gesehen. Das war immer recht teuer. Ich hatte für 4 GB und Flat-Telefonie und SMS in ganz Kanada. Das ist immer so ein bisschen kategoriert. Manchmal geht es nur auf die Provinz. Aber ich hatte ganz Kanada. Das waren immer so 55 Dollar. Sind ungefähr 35 Euro im Monat, wo ich ungefähr auf eine Summe von 292 Euro komme, die ich in den 9 Monaten dafür ausgegeben habe. Aber das war es mir halt auch wert, weil ich brauchte es auch und dann ist die nächste Kategorie Transport von öffentlichen Verkehrsmitteln, Uber oder auch der Greyhound-Bus, den habe ich da auch mal mit reingenommen, wo ich auf eine Summe von 711 Euro komme. Dann in dieser Transportkategorie kann man noch eine Unterkategorie machen und zwar Flüge, die ich im Inland gemacht habe, weil ich war einmal von da nach da nach da nach da, ich habe 3 Flüge gemacht, glaube ich, genau, und habe dabei 346 Euro dafür ausgegeben. Ich glaube, ich habe 4 Flüge gemacht, ich bin mir gerade nicht sicher. Und somit kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, die ich hier sehe. Und das sind Vergnügungen. Unter Vergnügungen habe ich jetzt einfach mal alles Mögliche gepackt. Sagen wir mal irgendwelche Aussichtstürme, Schifffahrten, Fahrradverleih, Nationalparks, Gondeln, all das, was man sich jetzt darunter vorstellen kann, komme ich auf eine Summe von 733 Euro. Wobei ich gerade sehe, unter Vergnügungen fällt auch noch meine Gym, also mein Sport. Das war auch mal eine erhebliche Summe. Das waren ca. 60 Dollar, die man da zahlen musste. Ich würde jetzt sagen, das sind ungefähr 40 Euro, die ein Sportstudio oder ein gutes, eine große Kette, ich war echt begeistert, ungefähr gekostet hat. Nur mal zur Nebensache, weil mir das jetzt gerade noch auffällt. Denn im Endeffekt waren das jetzt alle Kosten, alles was ich ausgegeben habe, wirklich eigentlich auf den Cent genau. Und wenn man all das zusammenrechnet, komme ich halt auf eine Summe von 10.669 Euro. Und ich finde es im Endeffekt, deswegen habe ich diesen Vergleich zu Deutschland gemacht oder was ich in Hamburg mindestens ausgeben würde, finde ich es voll okay. Ich habe auch alles im Monat nochmal runtergerechnet, vielleicht damit man sich
noch ein bisschen besser vorstellen kann, weil ich jemand gesagt habe, 800 bis 900 Euro in Deutschland. Und wenn ich meine Summe rechne, auf 9 Monate geteilt, komme ich auf 1200 Euro im Monat, die ich in Kanada ausgegeben habe. Wobei ich jetzt hier einmal sagen muss, das variiert total. Ich habe Monate, da war ich an einem Ort und habe nur 700 Dollar wirklich im Monat ausgegeben. Dann war ich fast einen Monat in den USA, davon 3 Wochen in New York City. Das hat meinen ganzen Rahmen gesprengt. Da habe ich fast, habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber bestimmt fast 3000 Euro irgendwie ausgegeben. Also das ist schon, das hat schon den Rahmen so ein bisschen gesprengt. Die billigen Sachen, wie gesagt, oder günstigen Sachen, das war so Alberta, so Calgary, Edmonton und in kleineren Städten davon, da ist es wahrscheinlich noch günstiger irgendwie zu wohnen. Ich denke mal, auch diese Zahlen variieren einfach so ein bisschen, weil man sieht bei mir, ich habe echt viel für Unterkunft ausgegeben. Also wenn man schon 7238 auf 9 Monate Unterkunft zusammenrechnet, finde ich schon krass viel, aber ich habe halt auch 3 Monate fast alleine gewohnt, das war recht teuer, war es mir aber wert, sage ich mal im Endeffekt. War auch einmal so teure Hotels, hatte ich auch einmal, als wir auf Vancouver Island waren, da muss man halt selber so ein bisschen gucken, was, wie gesagt, mit dem Alkohol, da habe ich halt wieder gespart, Essen habe ich wieder mehr Geld ausgegeben, weil ich ziemlich viel esse, noch nicht mal, weil ich in irgendwelche Restaurants gehe oder so, ich esse einfach so krass viel, da gebe ich einfach viel aus, da habe ich, glaube ich, im Schnitt immer so 300 Dollar im Monat ausgegeben, würde ich jetzt ungefähr sagen. Andere geben vielleicht sogar noch mehr aus, aber ich kenne auch Leute in Deutschland, die mir sagen so, oh Gott, 100 Euro im Monat für Essen, das ist ja viel. Und ich denke mir so, Gott, ich gebe irgendwie das Dreifache manchmal aus. Aber ich glaube, das Video war ganz informativ und ich habe halt mal ein paar Zahlen genannt. Und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie viel man selber sich ansparen muss oder wie viel man halt reisen möchte. Das war es eigentlich pretty much. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lang. Ich will es eigentlich kurz und knackig so halten, damit es jetzt auch nicht unglaublich langweilig wird oder so. Aber ich denke mal, es war recht informativ und es war eigentlich auch schnell genug. Man hat eine kleine Übersicht. Ich habe mal Zahlen genannt für also diese Kategorien, die ich genannt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mal einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Wenn man sonst noch irgendwelche Fragen dazu hat oder irgendwas, schreibt mir gerne bei Instagram. Der Link ist einmal darin verlinkt in der Beschreibung. Oder irgendwas genaueres wissen will, wie gesagt, schreibt mir. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.